kalt wird's in den Winternächten auf dem Kaunertaler Gletscher. Bis zu minus 30 Grad sind's manchmal. Wenn du mehr mit dem Holzofen heizt, dann brauche ich weniger Gas und Strom für die Standheizung. Komm quasi länger über die Runden und ist auch eine schönere Wärme. Bernhard Braun aus Lindau ist Profi-Skifahrer. Er verbringt die Winter hier oben, auf knapp 2200 Metern in seinem ausgebauten Bus. Das Busleben gibt einem auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Möglichkeit, das Skifahrerleben zu leben, wenn man einfach komplett hier bleibt. Hier bist du einfach bei der Sache und allgemein ist es für mich das Schönste, hier abends mal Feuer zu machen in meiner kleinen Höhle. Ganz normal ist das nicht. Ein Kachelofen im Auto. Aber normal ist nicht die Kategorie, in der der 28-Jährige denkt. Auch nicht bei seinem Job. Die absolute Freiheit. Darum geht's immer. Bernhard ist Freerider und lebt davon, Fotos und Videos von seinen Abfahrten im freien Gelände zu produzieren. Diese Woche gab es endlich mal wieder Neuschnee. Und das heißt? Mal ein schöner Einstieg in ein bisschen größere Sachen fahren den Winter. Was noch nicht so ging, weil einfach der Schnee noch ein bisschen gefehlt hat. Aber jetzt langsam kann man schon ein bisschen mehr Sachen machen. Servus. Ist gut geschlafen? Klar, und du? Hier fix. Wegen der Sicherheit und weil es einfach mehr Spaß macht, fährt der studierte Sportmanager selten alleine Ski. Heute ist sein Kumpel Bene mit dabei. Letzte Vorbereitungen noch, dann kann's losgehen. Brauchst du eine Sonnencreme? Es geht rauf auf den Berg. Das Wetter ist heute vielversprechend. Aber ist auch genügend Schnee in der sogenannten Bananenrinne, die Sie heute fahren wollen? Ganz unten schaut es eigentlich gut aus. Jetzt mal schauen, mit dem Fernglas sieht man immer, wie der Schnee wirklich ist. Schaut eigentlich von hier jetzt super aus. Ganz unten ist eine kleine Problemstelle bei der Rinne. Schaut jetzt wie immer nicht so gut aus an der Stelle. Aber ich glaube, die geht ganz gut zum Fahren halt. Unser Kamerateam wird auf der Piste bleiben und die Tour aus sicherer Entfernung beobachten. Jedes Gramm Schnee am Ski muss man mit aufzahlen. Und was macht jetzt die Faszination dabei aus? Aufschauen, irgendeine schöne Linie sehen, ein schöner Berg. Sich dann aufquälen. Zwischendrin sich mal kurz fragen, was mache ich da eigentlich? Aber wenn man dann oben steht, ist das beste Gefühl auf der Welt für uns. Sicherheit ist das oberste Gebot. Deshalb wird vor dem Aufstieg noch die Lawinenausrüstung gecheckt. Und dann geht's hoch auf das Joch des Nörderbergs. Aber haben die Jungs die Gefahren richtig eingeschätzt? Planänderung auf dem Grat. Statt zu wandern, queren Bernhard und Bene nun mit den Ski. Eine Stunde später, am Einstieg zur Rinne. Kurz durchatmen. Viel Spaß. Dann los. Da fährt Bene. Ob auch er noch heil hinunterkommt? Yeah!
Wasser. Sau geil, oder? Ja, war schön. Wow. Ja, aber das macht alle Anstrengungen, alles, was man dafür gibt und Zeit investiert, macht es einfach wieder wett, wenn man dann runterfährt und unten steht und seine Spuren da oben sieht. Wie es noch schön in der Sonne liegen. Da kannst du dann gemütlich zurück zum Bus gehen, eine halbe aufmachen und den Abend ausklingen. Ich würde sagen, das tun wir jetzt. Das machen wir jetzt. Schön so.